Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben schon eine Menge über das Online-Dating gesprochen. Ja. Vor allem finde ich das spannend mit der jungen Frau, die du getroffen hast. Mhm. Wie war denn so grundsätzlich so dein Gefühl am Ende? Es war so, dass ich dachte, dass sie es nicht böse meint. So, ich glaube, sie hat es teilweise ist sie noch ein bisschen verwirrt oder verirrt, so in dem Sinne, was sie sucht. Aber ich glaube, insgesamt war das eine liebe Frau. Und ich hatte irgendwie immer das Gefühl, so Mann, sie ist so fast so hoffnungslos, kam es mir teilweise vor, dass sie sagt, sie ist jetzt bei Parship und da hat sie jetzt nochmal richtig Mut gefasst, dass sie sagt, Parship ist seriös, ist ernst, da muss man was für bezahlen, da gibt es keine Idioten im Prinzip jetzt von Männern aus gesehen. Und ich hatte halt die ganze Zeit das Gefühl, so, ach, ich würde sie am liebsten gerne mal in den Arm nehmen und mal drücken und sagen, alles wird gut und dass sie halt irgendwie ein bisschen wieder Hoffnung kriegt in die Männerwelt. Frauen denken manchmal, dass sie Macken haben und dass sie die abstellen müssen oder sowas. Und ich sage zu ihr, der Typ, der Mann, der für dich gemacht ist oder den es gibt für dich, so, der wird deine Macken lieben. Und wenn die mal zickig ist, dann wird er das ertragen, weil er sie liebt. Ich kenne auch zwei, drei Typen, ja. Die sind coole Typen, so, die stehen eigentlich so mit beiden Beinen im Leben, ja. Sind auch Single, sind auch so Anfang, Mitte 30. Ja. Sind auch Single, sind eigentlich auch nicht glücklich damit, dass sie Single sind, haben aber, wie auch deine Tinder-Freundin, ein falsches Bild im Kopf, wenn ich mit denen unterwegs bin oder so. Und ich sage, na dann zeig mir doch mal, wen du jetzt attraktiv findest oder so. Muss die geilste sein. Immer ist die geilste so. Und ist auch die, wo du sagst, man, da kann egal wer hingehen und die anquatschen, das ist nicht gut genug für sie. Und da hat sie auch gar keinen Bock, dass du sie anlächelst oder so. Du siehst diesen, du siehst ja manchen Frauen und manchen Männern das an, dass da keine Chance besteht, dass du da überhaupt als echter Mensch eine Chance hast. 10 Meter links sind 3 Mädels. Ja. Sie sind attraktive Frauen, die sind ganz normal, die lachen, die sind glücklich, die strahlen was aus. Und du willst die mit den weißen Stiefeln. Nein, nein, das ist falsch so. Erzähl doch mal, wie ist Tinder aus Sicht eines Typen? Ja, ich habe mit dem gesprochen und habe auch von den Mädchen erzählt und so. Und er meinte so, er findet Tinder voll geil. Und er findet Tinder gar nicht vorbelastet von irgendwelchen Gerüchten oder sowas. Sondern er findet Tinder super. Er findet es geil, dass er da so voll die große Auswahl hat, dass er die hässlichen Bratzen raus. Zitat? Zitat, ja. Zitat, die hässlichen Bratzen einfach wegschieben kann oder die alten Mumien, wie er sie genannt hat oder sowas, ja. Dass er es völlig legitim findet, jemanden nur nach Optik auszuwählen. Er findet es völlig in Ordnung. Das ist auch das, und er hat es verglichen mit, ich wähle doch im Club auch nur Menschen aus, die ich von der Optik her erstmal gut finde. Aber bei Tinder musste ich eine Frau und ein Mann immer bewusst sein, dass ich während ich schreibe mit dir auch mit 10 anderen schreibe. Ja. Also weil im Club ist es ja nicht so, dass ich zu 10 gleichzeitig hingehe und mache hier, ihr alle, kommt mal, schreibt mal mit mir. Ja, so Copy-Paste-Prinzip. Ja, ne? Copy-Paste-Prinzip. So, du wirst ja auch nicht, du machst ja auch wahrscheinlich nicht 10 anmachen, sondern du machst eine Anmache, die machst du 10 Mal. Na, logo. Und er findet es völlig legitim. Er sagt, das ist völlig in Ordnung. Wie alt? Er ist 35. Okay. Glaubst du, dass Frauen sich darauf immer einlassen, weil sie Hoffnung haben, dass sich daraus vielleicht noch was Festes entwickelt? Nö. Ich glaube, es ist wie auch bei Männern. Es gibt einige Frauen, die stehen auf einen bestimmten Typen und wollen auch in dem Zweifelsfalle nur Sex haben. Das ist ja auch vollkommen okay. Und das meinte ich auch vorhin in dem zweiten oder dritten Video von uns. Ist auch vollkommen okay, solange das für beide klar ist. Mhm. So, solange man mit offenen Karten spielt, solange man sagt, hey, nee, pass auf, Mann, ich finde dich wahnsinnig attraktiv, du bist toll, ey, ich habe aber keine Lust auf eine Beziehung, aber ich würde gerne dir das Gehirn rausvögeln. Ja. Aber wenn man hingeht und sagt, ich kann mir eine Beziehung mit dir vorstellen und wirklich, und du bist der tollste Mensch, den ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe, und dann nach dem Sex in die andere Richtung swiped und zu sagen, nee, ihr schreibt mir bloß nicht mehr, das ist falsch. Und hat aber auch sehr wenig Matches, meinte er. Ich habe mir seine Bilder angeguckt, daran glaube ich liegt es nicht. Hat er einen Dickpick drin? Nee, hat er nicht. Hat er nicht. Nee, hat Darf er man? Nee, es ist zu wenig Speicherkapazität, meint er. Ach so, verstehe ich. Ja, Panoramafunktion. Ja, Panoramafunktion. Also das müssen sich Frauen auch bewusst sein, dass dann zwei Männer in einer Bar sitzen und er mir das dann einfach mal so zeigt. Und wir dann die Frauen, die eine echte Beziehung gesucht haben, haben wir einfach so geswiped zusammen.
Er findet das super und er findet das auch gar nicht verwerflich und er findet Parship ist richtige Scheiße, weil die Profile, die da erstellt werden, sind alle Scheiße und das ist alles Humbug und die wollen ja nicht, dass du eine Beziehung findest, weil du bist ja da abonniert. Die wollen ja nicht, dass du wirklich da jemanden findest, weil dann haben sie ja kein Businessmodell, ist gar kein schlechter Punkt, ne? Ist gar kein schlechter Punkt, muss ich auch sagen, ja. Hat einen guten Punkt, ne? Was haben die davon, wenn du jemanden findest und dich nie wieder anmeldest? Ja. So. Ist es, glaube ich, wirklich schwer heutzutage einen Partner zu finden. Ja. Ich glaube, es ist aber dann auch schwer, diesen Partner zu zwingen, mit dir zusammenzubleiben, weil es einfach so viele Ablenkungen heutzutage gibt, so viele Chancen, so viele Möglichkeiten. Ich glaube, da müssen schon zwei Menschen aufeinandertreffen, die ähnliche Wertvorstellungen haben, dann funktioniert das. Aber dann ist es umso schöner. Ich glaube, für alle, die da draußen in einer Beziehung sind, ich glaube, die wissen dann zu sagen, hey, wir können ganz doll stolz sein, dass wir es schaffen oder geschafft haben und immer noch schaffen und immer noch an uns glauben. Ist auf jeden Fall und auch deswegen, eine Leistung. Ja, ist eine Leistung. Und ich finde, deswegen lohnt sich's, und das meine ich wirklich ernst, an die Liebe zu glauben. Ich finde Online-Dating, Online-Plattformen eine coole, gute Sache. Ich finde, das ist heutzutage einfach total angebracht, sowas zu nutzen, wenn es nicht anders funktioniert, gerade wenn man beruflich viel unterwegs ist. Aber du musst halt auch genau wissen, wer sich auf solchen Seiten tummelt und die Portale genau abchecken, welches Portal hat welchen Ruf. Ja, absolut. Wie seht ihr das? Wir würden tatsächlich gerne, also wir haben schon E-Mails bekommen, wir haben auch zwei Fragen mit reingenommen, wir haben uns mit Leuten getroffen, aber wir würden gerne von euch wissen, wie ihr das seht. Ihr habt die Möglichkeit, hier Kommentare zu hinterlassen, dann ist das natürlich öffentlich. Ihr könnt uns aber auch natürlich auch E-Mails schreiben oder auf unserer Facebook-Seite eine Nachricht schreiben. Aber habt ihr Erfahrungen? Wenn ja, sind die cool? Sind die eher negativ? Wie seht ihr die ganze Sache? Sind wir vielleicht viel zu altmodisch so? Haben wir gar keine Ahnung mehr, wie es abgeht heutzutage im Business des Single-Seins? Vielleicht ist das ja das Nonplusultra, wie es jetzt läuft und alle sind mega happy. Sind wir dazu eingestaubt? Seid ihr aber insgesamt glücklich mit unserer tollen Ausgabe über das Online-Dating oder Dating-Apps, dann gebt uns doch am besten einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und findet Liebe. Zwischenzeitlich haben wir tatsächlich schon so ein bisschen, also ich glaube vor allem ich, gerantet über diese ganze Situation in der Welt und was Leute erwarten und was sie denn machen und wie sehr sie bereit sind, so weit zu gehen, um an ihr Ziel zu kommen. Deswegen haben wir uns für nächste Woche was ganz Geiles überlegt. Ja. Und zwar kriegt ihr unsere erste Rant-Sendung. Das heißt, wir werden mal richtig abrotzen über alles, was uns so in der Welt nervt. Richtig politisch unkorrekt und unzensiert. Ihr habt jetzt sogar noch die Chance, uns zu schreiben, was euch so richtig krass nervt. Vielleicht gibt es einen Denkanstoß. Ja, vor allem, es kann alles sein. Also es kann kleine Sachen sein, wie ich mag nicht, dass ein Taschentuch perforiert ist. Wenn ich Schnupfen habe, tut mir dann immer die Nase weh, wenn ich so viel abputzen muss. Oder es kann auch sowas sein wie Krieg finde ich scheiße. Ja, also nächste Woche wird's aggressiv, Freunde. Aggressiv. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir verabschieden uns und um genau zu sein, sagen wir adieu und shine on. War krass, oder? Hättest du das gedacht? Was ist los mit den Frauen? Wo sind alle coolen Frauen denn? Hätte Melanie mal fragen müssen. Ich habe schon ordentlich abgehatet. Du hast voll abgehatet, Alter. Ey, das können sich meine Eltern nicht angucken. Oh, das war aber gar nicht so, weißt du, das war gerantet. Ja. Aber ich glaube, das ist die Wahrheit. Ja, ich weiß, was du meinst. Du willst eine Frau schütteln und sagen, sag mal, bist du bescheuert? Wach doch mal auf. Ja, oder auch Typen. Also wie gesagt, ich kenne ja auch Typen, die in der Disco halt sagen, hier die. Und dann sage ich, bist du bescheuert, Alter? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wieso denn die, Mann? Ich weiß es nicht. Was ist los mit dem? Ich verstehe das auch nicht. Vielleicht ist die Sehnsucht der Liebe so groß, dass man blind wird. Oder eine andere Sache. Oder wollen wir eigentlich alle gar keine Liebe mehr? Und eigentlich wollen wir vögeln, aber wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen, nee, wir wollen vögeln. Und deswegen tun wir so, als wären wir auf der Suche nach einer Beziehung. Können wir überhaupt noch Beziehungen? Sag mal. Doch, die suchen doch alle. Aber dann wird ihnen suggeriert, dass nur du über Sex geht Liebe. Sex ist gleich Liebe, sagen immer alle. Und deswegen muss es beim Sex auch funktionieren und sowas. Es gibt tausendmal wichtigere Dinge, ey.
Finde ich wirklich, Mann. Ich kann auch auf Sex, ich könnte auch auf Sex verzichten, wenn man, also ich meine, ich habe sowieso nicht, aber ja. Nein, ich kann auch auf Sex verzichten, wenn ich aber weiß, hey, ich kann mich auf diesen Menschen 100% verlassen. Darum geht's doch. Ja. Jemanden zu haben, mit dem man sich wohlfühlt. Was mir halt wichtig wäre in der Beziehung, dass man sich nebeneinander einfach auch entspannen kann. Dass ich nicht steif sitzen muss, weil ich denke, oh Gott, wie sehe ich jetzt aus oder so? Habe ich da ein Röllchen oder was weiß ich oder sowas, ja? Sich nebeneinander entspannen zu können und Wellness-Zeit zu haben sozusagen, weil man Zeit zusammen verbringt, so, würde ich sogar wichtiger sagen, dass man sich wirklich nebeneinander glücklich, entspannt leben kann einfach. Findest du, die war zu hart, die Folge? Eigentlich habe ich sie mir lustiger vorgestellt. Ich habe sie mir, was heißt lustiger? Also ich finde es ja schon ganz lustig so, aber es ist halt schwer zu sagen, ob man Gefühle verletzt oder sowas. Ja? Oder du kannst natürlich jemandem nicht sagen, ey, du machst alles falsch. Nee, aber man merkt ja sogar schon hier so ein bisschen bei der Aufnahme, dass man im Kopf sich dann doch ein bisschen zensiert, bestimmte Sachen zu sagen, habe ich so das Gefühl. Also zensiert würde ich jetzt nicht sagen, aber man versucht es dann halt schon doch... Ein bisschen diplomatischer. Diplomatischer, ja. Ja, ja, aber weil man halt nicht... Ja, aber weil man auch kein arroganter Wichser ist, der sagt, so. Alles, was ich sage, ist hundertprozentig richtig. Ist es, aber ich finde sie dadurch sehr, sehr ehrlich. Weil das sind hier ungefilterte Reaktionen so ja. gewesen. Ich finde, das ist eine ehrliche Folge. Und dafür sind wir ja eigentlich da, um wirklich ehrlich miteinander zu reden. Und ganz ehrlich? Tschüss. Genau. Ciao. Wow, mein Gott!